Also was wir zurzeit auf dem Markt sehen, ist, dass unsere Kunden eigentlich mit mehreren Cloud-Environments sich auseinandersetzen oder die Ideen haben, natürlich in mehrere Cloud-Environments ihre Applikationen etc. zu bringen. Und wir unterstützen unsere Kunden genau mit einem Multi-Cloud-Approach, einerseits auf der Public-Seite und andererseits aber auf der Private-Cloud-Seite, indem wir auch solche Themen wie VMware und solche Dinge dann entsprechend unterstützen. Also wir haben schon vor mehreren Jahren ein Toolset entwickelt, das wir Fujitsu Cloud Service Management nennen. Und dieses Toolset ist in der Lage, diese besagten Cloud-Environments, egal ob jetzt Azure, AWS, VMware oder Oracle oder auch Google, entsprechend unter einer Oberfläche zusammenzufassen. Die Idee dahinter ist relativ simpel. Die Idee ist nämlich zu sagen, ich kann orchestrieren, habe nur ein Skillset, ich habe nur ein Portal und orchestriere in die unterschiedlichsten Environments und fasse auch alle Kosten in einem Unterschied oder in einem Environment zusammen. Der Vorteil natürlich, was wir da drin sehen, ist auf der einen Seite, dass Kunden in der Lage sind, auch dann Workloads von einer Plattform zur anderen Plattform über dieses Tooling zu verschieben, aber halt auch alle Kosten, die sie dann in den entsprechenden Environments auch dort zusammenfassen. Und eine Erweiterung, die wir noch eingebaut haben, ist nicht nur quasi eine klassische Public Cloud, sondern auch eine Private-Komponente, dass wir das auch zum Beispiel für VMware unterstützen. Ich habe einen Kunden-Case, das ist ein recht großes Environment. Dieser Kunde hat ungefähr 3.500 VMs auf einer Azure-Basis. Und dieser Kunde hat neben dem, dass er Azure macht, auch noch natürlich eine On-Premise-Solution oder eine On-Premise-Landschaft mit VMware, virtualisiert also mit VMware auf der On-Premise-Seite und kombiniert jetzt diesen Workload auch zusätzlich noch mit diesem Cloud Foundation der VMware und migriert dadurch Workload in eine AWS-Cloud. Die Idee dahinter ist relativ einfach oder auch in dem Fall, dass der Kunde in der Lage ist, durch unser Toolset quasi diese Kombination zu machen und wir unterstützen oder wir betreiben dieses gesamte Thema für den Kunden auf Basis unseres Multi-Cloud-Managements und führen alle Workloads in einem entsprechenden Portal dann zusammen. Ja, neben dem eigentlichen Thema des Cloud-Managements, was ich ja gerade vorher erläutert habe, gibt es natürlich noch einen zweiten wichtigen Aspekt, ist zu sagen, dass wir auf dem Markt einfach sehen oder unsere Kunden einfach uns sagen, dass sie einen Single Point of Contact wollen und nicht mit den unterschiedlichen Providern entsprechende Verträge halten. Dafür haben wir mit den ganz allen Großen, in dem Fall Azure, AWS etc., Verträge geschlossen, die es uns ermöglichen, als Single Point of Contact hier zu agieren und auch der Vertragspartner für den Kunden, für diese Environments zu sein. Das heißt, der Kunde macht keinen Vertrag mehr mit zum Beispiel einer Microsoft, sondern der macht dann mit einer Fujitsu und wir liefern das alles aus einer Hand. Vorteil für den Kunden, klar, er hat einen Service Provider, der liefert die komplette Leistung und er muss nicht die unterschiedlichsten Environments nochmal separat bedienen.